Wann wird denn endlich nun die 99,99% Teilrente technisch bei der Deutschen Rentenversicherung umgesetzt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben ja seit dem 1. Januar 2023 oder so im Januar 2023 die gute Nachricht bekommen von der Rentenversicherung, dass diese die 99,99% Teilrente akzeptiert und nicht nur die 99% Rente, also quasi eine Teilrente, die nur aus Stellen vor dem Komma besteht. Das hat jetzt die Deutsche Rentenversicherung sozusagen aufgrund mehrerer Gerichtsurteile verstanden und hat es auch so in den rechtlichen Arbeitsanweisungen schon umgesetzt. Im Kern geht es jetzt nur noch um Folgendes und da kriege ich viele, viele Anfragen und auch dankenswerterweise Hinweise. Ich habe hier ein Schreiben bekommen von einem Kunden, der mir mitgeteilt hat, dass ich das mal vielleicht zum Besten geben kann. Es geht jetzt um die Umsetzung dieser 99,99% Teilrente. Die Umsetzung ist eine Programmierumsetzung. Das heißt, die Deutsche Rentenversicherung muss um die 99,99% Teilrente dann auch in Bescheiden ausweisen zu können, hier ihre Software ändern. Und der entsprechende Kunde hat uns mal ein Schreiben vom Bundesamt für Soziale Sicherung hier vorgelegt, denn er hat sich dort beschwert, denn er hat im Gerichtsurteil diese ganze Geschichte erwirkt und wollte nun wissen von der, vom Bundesamt für Soziales, wann denn nun endlich die Rentenversicherung hier tätig wird und wann das nun endlich mal losgeht mit der 99,99% Teilrente. Er wartet sozusagen auf einen Umsetzungsbescheid aus dem Gerichtsverfahren. Und ich lese das mal kurz vor, was das Bundesamt für Soziales als Rechtsaufsichtsbehörde der Deutschen Rentenversicherung hierzu schreibt. Der Auftrag für die programmtechnische Umsetzung wurde im Februar 2023 dem zuständigen IT-Projektmanagement der Deutschen Rentenversicherung Bund weitergeleitet. Von dort ist eine technische Unterstützung für alle Rentenversicherungsträger zu programmieren. Aufgrund der enormen Komplexität der Rentenberechnung und anderen programmtechnischen Aufgaben der IT-Abteilung der Deutschen Rentenversicherung, also die haben noch andere Sachen zu tun, als nur die 99,99% Teilrente zu berechnen, dauert die Umsetzung, bei der höchste Sorgfalt geboten ist. Absolut, sehe ich auch so. Voraussichtlich bis Dezember 2023. Wir können nachvollziehen, dass dies für Sie nicht zufriedenstellend ist, in Anbetracht der Komplexität der Programmierarbeiten sowie der Tatsache, dass die entsprechenden Nachzahlungen nach § 44 Sozialgesetzbuch, erstes Buch, grundsätzlich zu einer Verzinsung führen können, sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Möglichkeit, im Wege des Aufsichtsrechts etwas in Ihrem Sinne zu veranlassen. Also im Kern sagt dieser Absatz, den ich Ihnen vorgelesen habe, erstens, die Programmierung dauert noch, sie ist komplex. Zweitens, bitte haben Sie alle Geduld. Die Deutsche Rentenversicherung Bund wird wahrscheinlich im Dezember 2023 die Sache durchhaben. Genau wissen wir es nicht, aber so sieht es wohl aus. Die Rückfragen, die Rückkopplung ist dort beim Bundesamt für Soziales wohl erfolgt. Drittens, Sie kriegen dann Ihre geänderten Bescheide und gegebenenfalls dann auch Rückzahlungen an Rente oder Nachzahlungen an Rente mit Zinsen. Das sollte Sie möglich, jetzt erstmal als Information zufriedenstellen. Insoweit bedarf es jetzt aus meiner Sicht mehr keiner weiteren Erörterungen mehr. Wir werden selbstverständlich unsere Kunden, soweit wir hier die Thematik 99,99% Teilrente haben, vor allen Dingen bei Rentenantragsverfahren, dann auch entsprechend informieren, dass die Umsetzung der Altersrentenbescheide oder der Altersrentenbescheide im Zusammenhang mit dieser Rentenvariante, sage ich jetzt mal so, wirklich noch ein bisschen Zeit bedarf. Die Zeit sollten wir auch der Deutschen Rentenversicherung geben, denn nichts wäre schlimmer, als wenn man dann beim einfachen Nachrechnen herausbekommt, dass die 99,99% Teilrente dann möglicherweise nicht richtig berechnet oder programmiert worden ist. Also meine Damen und Herren, alle Mann am Äther, die eine 99,99% Teilrente beantragt haben oder dort geklagt haben, bitte noch ein bisschen Geduld haben. Der Dezember 2023 lässt nicht mehr lange auf sich warten. Vielleicht gibt es ja dann schon eine schöne Weihnachtsüberraschung und Sie bekommen dann Ihre geänderten Rentenbescheide. Näheres zum Thema 99,99% Teilrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Im Übrigen möchte ich noch darauf verweisen, alle diejenigen, die eine solche Rente beantragen, also diese Art und Weise der Rente, 99,99% Teilrente, müssen bitte
bei der VBL-Rente aufpassen. Bei erstmaligem Bezug einer Altersrente bei der VBL-Rente gibt es, wenn Sie eine 99,99% Teilrente wählen würden, keine Auszahlung dieser VBL-Rente. So sagt es, sagen es die Rechtsauslegungen der Satzung der VBL. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.